liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Reihe Fragen zur Energiewende. Im ersten Teil haben wir uns ja eher so allgemein mit der Wärme- und Energiewende beschäftigt. Heute wollen wir mal ganz konkret auf das Gesetz eingehen, um das es in den letzten Wochen und Monaten die meisten Kontroversen gab. Das Gebäudeenergiegesetz. Und dazu haben wir uns mit einem Experten unterhalten, nämlich Christian Lindau. Er ist Teamleiter Nachhaltige Lösung bei den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck. Vorher wollten wir aber mal von Ihnen wissen, was Sie über das Gebäudeenergiegesetz wissen. Ja, das ist das neue Heizungsgesetz, das sozusagen möchte, dass Sie 60% Alternativen heizen sollen, was aber zum Teil gar nicht funktionieren kann, an alten Gebäuden zumindest nicht. Nein, das kenne ich nicht. Wir haben kein Eigenheim, deswegen haben wir uns darum nicht bemüht. Ja, ich weiß, was es ist. Ich weiß auch, dass das sinnvoll ist in dem Sinne. Was für mich bedeutet, das ist jetzt, ich wohne in einer Mietwohnung, in einer WG, deswegen ist das jetzt für mich nicht so relevant bis jetzt. Wenn es so weit kommen sollte, wird es wahrscheinlich auch auf uns zurückfallen. Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, ob das jetzt finanziell für mich irgendwelche Nachteile birgt, aber es könnte, wenn es das geben würde, hoffe ich natürlich, dass man dann auch finanziell dafür entschädigt wird. Ich glaube aber, dass das an sich ein sinnvoller Schritt ist und dass die Menschen, die betroffen sind, soweit ich weiß, sich das auch finanziell leisten können, dieses Ding zu stemmen. Und wie gesagt, CO2-Emissionen müssen vermieden werden oder weniger werden. Und nicht nur der kleine Bürger oder die kleine Bürgerin ist da beteiligt, sondern auch das große Unternehmen muss da und auch die Stadtwerke oder so weiter müssen da ihren Beitrag zu leisten. Katastrophal. Also ganz schlimm, das Gesetz. Also ich glaube, da konnten sich die Grünen einfach nicht durchsetzen, weil das so wenige Gebäude angeht. Also klar, es gibt immer wieder mal Neubausiedlungen, aber es fördert nicht wirklich groß dieser Energiewende bei. Also da wäre es, glaube ich, sinnvoller, dass man versucht, irgendwie Gebäude, die irgendwie mit Gas betrieben wird, auf Wasserstoff oder sowas umzuschichten sozusagen und auch vermehrt, gerade wenn irgendwelche Heizungen kaputt gehen, dass man versucht, da eher dann anzudocken und dass man halt gerade finanziell auch, was das angeht, unterstützt wird, weil natürlich das sich nicht jeder leisten kann. Also das ist klar. Ich weiß auf jeden Fall, dass neu gebaute Gebäude aktuell mit Solar auf dem Dach gebaut werden müssen. Und ich glaube auch, dass bestimmte Standards eingehalten werden müssen bezüglich Gebäudeheizung. Also, dass da ein Teil zumindest mit neueren Anlagen gebaut werden muss. Wir sind zum Beispiel nicht diejenigen, die dann die Solaranlagen auf die Dächer setzen. Was wir gutheißen rundherum in unserer Familie natürlich. Ja. Aber da wir einfach nur die Mieter sind, nur in Anführungszeichen, warten wir ab, was unsere Vermieterin tut. Und die können wir natürlich auch nicht beeinflussen. Und wissen Sie, was es konkret für Sie bedeutet? Für uns, ja, dass wir unser Haus abreißen müssen. Wir müssen neu bauen. Also ich kenne es, aber für uns bedeutet das keine Änderung, weil wir Fernwärme haben und die Stadtwerke haben schon umgestellt. Das Gebäudeenergiegesetz, ich glaube, wenn man die Medien der letzten Monate verfolgt hat, ist das ja auch durch viel Populismus, Schlagzeilen der Bild-Zeitung etc. In den Mittelpunkt gerückt worden. Ich habe es auch mal gelesen und ich glaube, im Moment betrifft es mich nur indirekt, weil ich kein Eigentümer eines Gebäudes bin, sondern nur durch meine Eltern und insofern betrifft es mich schon, wenn es halt dann um die Frage geht, wenn eine Heizung kaputt ist, muss man sie, wenn sie ersetzt werden muss, kann man sich die Alternative leisten? Wie sieht das im konkreten Fall aus, wenn das Haus eben in unserem Fall aus den 1970er Jahren ist? So, jetzt haben wir gehört, was die Leute auf der Straße unter dem neuen Gebäudeenergiegesetz verstehen. Wir wollen es aber jetzt wirklich konkret wissen und deswegen ist jetzt bei mir Christian Lindau, Teamleiter nachhaltige Kundenlösungen bei den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck. Hallo Herr Lindau. Schönen guten Tag. Dann erklären Sie es mir bitte konkret. Was bedeutet das neue Gebäudeenergiegesetz? Das neue Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, soll den schrittweisen Ausbau bzw. Austausch von Öl- und Gasheizungen, also fossil betriebenen Heizungen, regeln. Die Zielsetzung ist, dass ab 2024
möglichst alle Heizungen mit Minimum 65% erneuerbaren Energien betrieben werden. Wer ist denn jetzt verpflichtet, beim Einbau einer neuen Heizung diese Vorgaben umzusetzen? Grundsätzlich sind verpflichtet ab 01.01.2024 nur Neubauten. Das heißt, Objekte, die in Neubaugebieten mit Bauantrag zum 01.01.2024 gebaut werden sollen, müssen das GEG ab sofort einhalten. Für Bestandsobjekte gilt die Regelung nicht sofort. Hier ist eine Übergangsfrist vereinbart. Diese gilt bis 30.06.2028, ist aber eingeschränkt und hängt ganz stark mit der kommunalen Wärmeplanung zusammen. Das heißt, alle Kommunen müssen eine kommunale Wärmeplanung durchführen. Das ist ein umfangreiches Planungsinstrument, wo geschaut wird, in welchen Stadtgebieten und auch dörflichen Gebieten eine alternative Wärmeversorgung hergestellt werden kann. Konkret in Jena ist diese höchstwahrscheinlich schon Ende 2024, aber vielleicht auch erst Anfang 2025 für bestimmte Gebiete fertig. Und das ist dann der Stichtag mit Veröffentlichung dieser kommunalen Wärmeplanung. Es sind die betroffenen Gebiete, die dann in dieser Wärmeplanung hinterlegt sind, auch verpflichtet, das GEG einzuhalten. Also alle neuen Heizungen, die dann auch in Bestandsgebäuden eingebaut werden, müssen das GEG einhalten. Okay, also konkret für die Menschen bedeutet das, der Stichtag für sie ist eigentlich, und jetzt wir reden ja von Jena, der Tag, an dem die Stadt die Wärmeplanung die kommunale Wärmeplanung veröffentlicht. Genau. Richtig. Für Heizungen, die im Bestand sind und die repariert werden, wird die Einhaltung des GEGs schrittweise verpflichtend durch eine Beimischung. Das heißt, funktionierende Heizungen müssen nicht sofort ausgetauscht werden, die können weiter betrieben, auch repariert werden. Ab 2029 muss dann eine Beimischung von 15%, ab 2030 30% und ab 2040 40% Beimischung durch beispielsweise Biogas oder auch Wasserstoff, falls es dann schon möglich ist. Sie sagen ja, Biogas, Wasserstoff, sind das die einzigen Arten des umweltfreundlichen Heizens oder gibt es da noch andere, die in diese Definition fallen? Hier ist an vorderster Stelle die Wärmebereitstellung durch die Fernwärme zu nennen. Insbesondere hier in Jena sind 60% der Haushalte Fernwärme versorgt. Diese Haushalte können sich glücklich schätzen. Dort besteht derzeit kein Handlungsbedarf. Die Stadt Jena bzw. die Stadtwerke Energie sind sehr bemüht, bis 2040, da gibt es schon verschiedene Konzepte, die Fernwärmeversorgung klimafreundlich herzustellen. Aus diesem Grund ist es natürlich auch anzuraten, allen Haushalten, die noch nicht angeschlossen sind, zunächst zu prüfen, ob hier die Möglichkeit besteht, perspektivisch sich auch an die Fernwärme anzuschließen. Alternativ kann man auch schauen, ob gegebenenfalls ein dezentrales Nahwärmenetz hergestellt wird. Das ist ja auch ein Ergebnis der kommunalen Wärmeplanung, wo sich überlegt wird, wo es Sinn macht, neue dezentrale Netze, Wärmenetze aufzubauen. Okay, also wir haben die Fernwärme, wir haben Wärmepumpen, klar, Biogas, Wasserstoff, Holzpellets, fallen die auch damit rein? Natürlich, genau. Also für Eigenheimbesitzer bzw. Gebäudebesitzer, wo nicht die Möglichkeit besteht, sich an das Fernwärmenetz anzuschließen oder an dezentrale Fernwärmenetze oder Nahwärmenetze sich anzuschließen, gibt es natürlich verschiedene individuelle Lösungen. An vorderster Front ist natürlich, das ist in aller Munde, die Wärmepumpe. Diese gilt als CO2-neutral. Das ist eine Möglichkeit. Hier haben jedoch viele Eigenheimbesitzer, gerade mit älteren Bestandsobjekten, ihre Bedenken, ob gerade in den kalten Wintertagen, wie wir es jetzt auch aktuell haben, die Wärmepumpe die Heizung vollumfänglich oder die Aufgabe der Heizung vollumfänglich erfüllen kann. Hier bietet sich an, über eine hybride Heizung nachzudenken, das heißt für die Spitzenlasten den Gas- bzw. oder die Ölheizung weiterhin installiert zu lassen und diese um eine Wärmepumpe für die Grundlast zu ergänzen. Genau. Weiterhin, wie angesprochen, Umrüstung auf Pelletheizung ist eine Option. Ja, und dann verschiedene Solarthermie, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das muss man dann auf die persönlichen Gegebenheiten runterbrechen. Da empfiehlt sich immer eine individuelle, unabhängige, anbieterunabhängige Beratung.
Und das übernehmen die Stadtwerke auch? Das übernehmen die Stadtwerke. Wir arbeiten mit regionalen Handwerkspartnern zusammen. Diese Möglichkeit besteht. Also der Gang zu den Stadtwerken ist immer ein guter Weg, der sich dann auch lohnt. Wir bieten hier auch regelmäßig Energiedialoge an, wo man sich über diese Themen dann auch informieren kann. Wir sprechen die ganze Zeit über Hausbesitzer. Die machen aber ja gerade mal 30% der Bevölkerung aus. 60% der Bevölkerung leben zur Miete. Richtig. Inwieweit sind Mieter vom neuen Gesetz betroffen? Und oder vor allem, was dürfen Vermieter auf Mieter umlegen bei eventuell anfallenden Investitionen? Das ist eine gute Frage. Also hier können wir die Bedenken der Mieter auf jeden Fall reduzieren. Das Thema, das betrifft insbesondere die Gebäudeeigentümer, demzufolge die Vermieter. Diese dürfen laut Gesetzgeber maximal 10% der Umstellungskosten auf die Mieter umstellen. Hier ist aber zu sagen, dass der Gesetzgeber verschiedene Bedingungen für die Vermieter ins Gesetz mit verankert hat. Zum einen muss der Gebäudeeigentümer Fördermittel nutzen für die Umstellung der Heizungsanlage und darf dann auch nur die Kosten abzüglich der Fördermittel umlegen auf die Mieter. Des Weiteren hat er eine Kappungsgrenze eingeführt. Das heißt, 50 Cent pro Quadratmeter darf die Kaltmiete erhöht werden. Okay, mal zusammengefasst bedeutet das, die Leute können sich erstmal ein bisschen entspannen, die Entwicklung abwarten und vor allem schauen, wie der kommunale Wärmenetzplan der Stadt Jena aussieht, um dann die entsprechenden Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen einzuleiten. Richtig, korrekt. Herr Lindau, erstmal vielen Dank für das Gespräch. Ja, liebe Zuschauer, das war's mit dieser Ausgabe und in unserer nächsten Ausgabe beschäftigen wir uns mit Jenergie Real. Und das hat auch ein bisschen was mit der Wärmepumpe zu tun, denn ja, unsere Stromnetze werden in Zukunft stärker belastet sein durch die Ladeinfrastruktur, E-Mobilität, Wärmepumpen und dafür muss es Lösungen geben. Und die Stadtwerke arbeiten daran. Um was es dabei genau geht, das erfahren Sie beim nächsten Mal. Bis dahin, machen Sie es gut.